willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Und was sehen wir da in der Footzentrale? Zwei neue Gegenstände bzw. Objekte. Und ich bin gerade in den Shop gegangen und siehe da, Lewandowski und Bale waren wieder da. Ich habe mir vor kurzem, oder das ist mittlerweile schon ein paar Wochen her, Aguero geholt. Und wollte mir Lewandowski auch holen für mein Bundesliga-Team, da ich die mir irgendwann kaufen möchte. Aber den gab es nicht mehr. Und jetzt bin ich in den Shop rein und sie waren wieder da, weswegen ich dann auch gleich zugeschlagen habe. Und ich bin auch schwach geworden. Gestern Abend im Bett noch schnell über die App die Spiele online gestellt. Was sehe ich im Shop? Hey, es gibt 15k-Packs. Und ich dachte, okay, 15k geht schon. Hab mir drei Stück geholt. Haltet euch fest, beste war Godin. Also wieder völlig für die Katz. Bin jetzt mittlerweile dann bei 63 Packs und habe noch nichts Gescheites rausgezogen bekommen. Aber gut, das ist eben so. Spätestens zum Team of the Year werde ich nochmal zuschlagen. Wir werden uns jetzt mit meinem Wolfsburg-Team in die Schlacht stürzen. Und zwar in ein Online-Turnier. Was ich euch auch nur empfehlen kann, läuft bis, ich kann es euch gleich genau sagen, 6 Tage, 4 Stunden jetzt noch. Jetzt lasst mich überlegen. Also bis zum neuen Jahr hin. Und wenn ihr gewinnt, gibt es ein Megaset. Richtig nice. Wenn man offline gewinnt, gibt es ein seltenes Goldset. Auch das nicht zu verachten. Aber ich will mich natürlich online versuchen. Und wäre natürlich nice. Was man dazu sagen muss, die Spieler, die man daraus bekommt, sind nicht verkaufbar. Klar, ich sage, für mich zum Beispiel wäre es dann in Anführungszeichen ärgerlich, wenn ich einen Ronaldo ziehe, weil ich möchte mir eigentlich kein spanisches Liga-Team bauen und könnte ihn dann nicht verkaufen, sodass ich dann fast gezwungen wäre, mir ein spanisches Team zu kaufen. Ja, zweimal weiß ist suboptimal, das sieht besser aus. So, Manchester United Wappen, 84er Rating, BBVA, soviel zum Thema spanische Liga. Benzema und Mandzukic, Rodriguez, Pedro, Kroos, Xavi, Miranda, Piqué, Alba, Casillas im Tor. Gut, da haben wir ein starkes Team vor uns. Rechter Flügel, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, wer das ist. Von Sevilla war es, glaube ich. Spanische Liga bin ich auch nicht ganz so fit. Aber wir geben unser Bestes. Und ich habe das letzte Mal diesen Pokal gespielt im Stream. Vielleicht war der eine oder andere von euch ja schon dabei. Ich streame regelmäßig auf Twitch. Brenne ich im Blaze heiße ich da. Wenn ihr da noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Mittlerweile eigentlich schon, muss ich fast sagen, mehrmals die Woche. Und da habe ich die ersten zwei Male heftige Klatschen bekommen. Und was heißt heftige Klatschen? Ein Spiel 5-3 verloren, 1-4-4. Also da sind Tore ohne Ende gefallen. Ich war meistens dominant, habe dann aber irgendwie durch blöde Situationen doch immer noch was kassiert. Und es geht schon wieder böse los hier mit Aluminium, mit Jung. Vielleicht fragt ihr auch das eine oder andere, was für eine Brille ich aufhabe. Die werdet ihr jetzt regelmäßig sehen in meinen Videos. Das ist eine Gaming-Brille, die ich von NoScope zugeschickt bekommen habe. Ist eine Firma, die solche Gaming-Brillen herstellt. Gibt es insgesamt in 3 Variationen und die dienen einfach dazu, dass man beim Zocken keine Kopfschmerzen bekommt. Für mich auch besonders nice hier im Studio. Habe ich rechts und links, seht ihr ja wahrscheinlich leicht in der Spiegel. In der Brille spiegelnd, so rum, meine Studioscheinwerfer, die dann bei längerem Zocken doch die Augen ein wenig schmerzen lassen. Und da ist diese Brille wirklich sehr, sehr angenehm. Wenn ihr es mal abchecken wollt, ich packe euch den Link unten in die Beschreibung rein. Vielleicht sucht ja jemand noch genau sowas. Und ich war am Anfang auch sehr, sehr skeptisch und habe dann gedacht, okay, klar, ich probiere sie einfach mal aus. Und muss sagen, ich finde sie sehr, sehr nice. Es ist sehr angenehm. Die Augen gewöhnen sich schnell dran. Es ist, ja, grob gesagt wie eine Sonnenbrille, aber es ist anders. Also das Glas besteht schon aus anderem Material. Und ich möchte sie nicht mehr missen. Muss ich ganz klar so sagen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir es hier in dem Match endlich was reißen können und das erste Mal ins Viertelfinale kommen. Ich mag generell mein anderes Übergangsteam ein bisschen lieber als hier das Wolfsburger. Und Mandzukic ist natürlich kopfballstark ohne Ende. Da muss ich aufpassen. So, jetzt schauen wir mal, was hier nach vorne geht. Und Olic. Das war kein Abseits, aber der Ball ging nicht gut genug in dem Lauf. Da hat es ein bisschen am Speed gefehlt. Und jetzt Olic, komm. Was eine kranke Parade von Casillas. Was denn los hier? So. Jetzt haben wir hier Naldo. Den hätte ich eigentlich lieber in der Mitte. Schade. Vorbeigesegelt. Und das gibt Abstoß. Aber nochmal Ecke. Okay, nehme ich natürlich auch gerne mit. Und jetzt haben wir hier Perisic. Mit dem sollte ein bisschen mehr gehen. Oh, schade. Roulette hat noch funktioniert, dann sind wir hängen geblieben. Und er ist natürlich hier vorne. Ja, Mandzukic nicht so der Paceman. Aber Benzema ist natürlich hier schnell unterwegs. Hat es hier gleich Mandzukic gesucht. Gott sei Dank nicht gefunden. Den habe ich noch gar nicht gespielt bei dem FIFA, glaube ich.
mit Atletico noch gar nicht gespielt und auch nicht im Ultimate Team. Kann ich also euch nicht sagen, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Oder wie er sich spielt. Und hier gerade ein wildes Fehlpass-Festival. Wo es aber noch nichts weiter passiert ist. Wow, auswärts mit Rodriguez. Glücklich für mich. James. Der ist ja, glaube ich, nicht... Wo ja FIFA sagt James, warum auch immer. Das war am Anfang doch sehr irritierend für mich. Aber wenn man dann mal weiß, wer gemeint ist. James Rodriguez wird hier James genannt. Den sie ja gekauft haben. Real Madrid. Und einfach die Maria aussortiert haben. Trotz einer überragenden Saison. Weiß ich nicht, was man davon halten soll. Jetzt kommt zweiter Pfosten. Alter. Wieso wählt der den bitte nicht an? Oh, vielleicht hätte ich da mit dem Stick arbeiten müssen. So, und der gut abgefangen. Also es läuft noch nicht so richtig, aber auch wir sind am Drücker. Jetzt müssen wir nur aufpassen hier. Gerade eben mit Benzema, der feil schnell ist. Ich glaube 86er Pace hat er. So, aus dem Ball wieder schön nach vorne laufen lassen. Aber Olic mit dem Ballverlust. Und Mandzukic hier als Ballverteiler. Rodriguez. Ah, rustikal. Schön. Aber zu viele leichte Ballverluste. Und da haben wir schon den guten Karim. Wow. Gute Chance. Aber immer noch zur 30.00. Ich hoffe, das kann ich jetzt gleich ändern. Vor der Halbzeit ein 1-0 wäre doch ganz nice. So, schicken wir mal Olic. Oh ja, Piqué mit dem Fehler. Oh, mit rechts kann er nichts, der gute. Oh! Aha! Eigenen Spieler angeschossen, Gustavo auf der Linie. Was ist da los? Und Olic mit rechts mit einem richtig schwachen Abschluss. Und ich lasse schon wieder zu viele Chancen hier liegen. Ich hoffe, es rächt sich nicht mal wieder. Und das war jetzt ein lucky, ungewollter Pass. Ich grätsche ihn an und der Ball kommt an. Aber schön zurückgeobert. So, und hier mit De Bruyne, der auch kein Pace-Wunder ist. Ich glaube, 78 hat er. Aber es läuft nicht so schlecht. Es fehlt nur noch das Tor. Und jetzt haben wir natürlich genau die Situation, die ich nicht wollte. Und die gelbe, taktisches Foul, vermute ich mal, muss ich in Kauf nehmen. Oh, es gibt wahrscheinlich doppelt gelb. Einmal hier, für Virinha, weiß ich gar nicht mehr wegen was. Und Jung, der ist es, war es halt, okay, dafür, ja, war rustikal. Und Jung hat gar keine bekommen. Oder mal schauen, ob oben noch eine einploppt. Wow, abgefälscht. So, jetzt haben wir gleich Halbzeit. Vielleicht geht davor noch was. Oh, da hätte ich nicht gedacht, dass ich vorbeikomme. Schade. Und schön von Knoche. Schön. Und das war ein schwacher Ball. Oh. Rustikal geklärt. Nein, gibt Abstoß. Ich dachte schon, da habe ich doch gar nicht hingelenkt. Und 5 Minuten Nachspielzeit. Nicht schlechter Specht. Wow, ganz starke Parade von Benaglio. Und wir lassen hier beide wirklich viele große Chancen liegen. Aber solange es zu 0 steht, kann ich damit leben. So. Bassack 2-3-4. Und Karim dreht es langsam auf. Oh Gott. Heiligsblechle. Mann. Jetzt dreht er hier nochmal richtig auf. Das war lucky. Und da pusht Rodriguez Naldo so richtig. Und er möchte sich das nochmal anschauen. Abgefälscht hier zweimal. An den Po von Rodriguez. Und nochmal Ecke von Groß. Ah, mit Naldo sollten wir doch aufräumen. Gustavo haben wir angewählt. Schön. Und jetzt ist Halbzeit. Hätte mit Olic vielleicht noch einen frechen Konter hinlegen können, aber hat nicht sollen sein.
Dann schauen wir gleich mal zur Halbzeit die Statistiken an, wie wir uns schlagen. Schüsse 5 zu 8 aufs Tor, Zeit zu 6 mehr Ballbesitz, Pässe ist immer besser. Also recht ausgeglichen. Das heißt dann nur mal Chancen nutzen. Das wäre, denke ich, ganz nützlich. So, gleich haben wir einen Fehlpass hier durchgestartet. Oh, oh, oh. Wie haben wir Mandzukic da durchtanzen lassen? Ganz, ganz schlecht verteidigt. Ganz schlecht verteidigt. Okay, und er gönnt sich hier gleich mehrere Wiederholungen. Was mich natürlich nur umso mehr anspornt, ihm jetzt unbedingt einen reinzuschenken. So, wir machen mal auf sehr offensiv. Und schmeißen Konter an. Auf jetzt, Jungs, das ist Pokal. Da muss noch was gehen. War ja gelacht. Oh, das wäre die perfekte Antwort gewesen. Aber ein Ticken zu lang. Und Rodriguez ist Gott sei Dank nicht der allerschnellste. Wow. Wow, 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 wow. Jetzt brennt's hier aber. So, jetzt Hand hier. De Bruyne. Zu lang für Olic. Leider zu lang. Groß. Und der war auch nichts. Oh, abseits, schade. Da wären wir es alleine zu, aufs Tor zugelaufen. Da geht noch was. Auf jetzt. Ein schönes Tackling von Naldo. So, Virinha nehmen wir mit über die Flügel. Oh. Schade, schöne Annahme. Und dann direkt geschossen. Aber nichts draus geworden. Und das ist ein ganz wichtiges Tackling. So, auf jetzt. Ivan. Schauen wir, ob wir die Bräune mitnehmen können. Und nochmal rüber auf Olic. Das wäre abseits gewesen. Oh, jetzt geht es hier rauf und runter. Ja, er kriegt von mir natürlich jetzt auch gute Räume. Dadurch, dass ich auf offensiv gestellt habe. Deulefeu heißt der. Okay, scheint ein Franzose zu sein. Wahrscheinlich auch noch komplett falsch ausgesprochen. So, und Olic hier halb alleine. Aber da kommt Unterstützung. Ah, die Pässe, die verstehe ich nicht. Oh, war das schlecht. Abseits. Mann. So. Ja, bei der Formation, da fehlen einfach nach vorne ein bisschen die Anspielstelle. Jetzt komm, Ibiza. Oh Gott, den musste ich direkt nehmen. Schade, schade. Und das ist auch wieder lucky. Aber nochmal geklärt bekommen. Und hier ein riskanter Ball. Aber ging alles gut. Und Piquet hier. Mit dem Fehlpass. Auf jetzt Ibiza. Oh, wieder einen Moment zu lang gebraucht. Da habe ich nochmal in die Mitte geschaut, ob da vielleicht das frei ist. Schön von Naldo. Wow, Gott sei Dank am Tor vorbei. Ja, und der Ballbesitz, wie die Kommentatoren schon ansprechen, bringt uns hier wenig. Aber ist auch relativ ausgeglichen. Nur 2% mehr. Das setzt mich mal so richtig unter Druck. Auf jetzt, Jungs. Oh, in den Rücken. Ja, und bei sehr offensiv ist man natürlich hinten dann offener. Aber schaut noch gut aus.
So, jetzt machen wir hier nochmal über Perisic und schauen, ob da was geht. Hand. Komm, ist Aaron. Ein Spieler in der Mitte. Sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Oh! Einen halben Meter zu lang und dann die Bräunische, das dann gleich reinmacht, macht er so eine beschissene Annahmegrätsche. Oh, da hätte er doch reinknallen können. Oh, jetzt wird's wieder ganz eng. Der Pokal, der hat's in sich. Ich bin gestern im Stream schon. Nee, nicht gestern. Ich weiß nicht, wann das Video heute online kommt. Im letzten Stream, wo ich das erste Mal den Pokal gespielt habe, fast schon ausgerastet. Und auch heute, muss ich sagen, der hat's wirklich in sich. Und Olic so zu schicken ist schwer. Da geht wenig. Und ja, jetzt langsam riecht es nach totalem Angriff. Wobei, viel mehr vorschmeißen kann man ja gar nicht, als man eh schon machen. Und solche Fehlpässe sollten vermieden werden. So, auf jetzt. So, jetzt schmeißen wir alles vor. Und Isco für Xavi. Und die Fehlpässe bei sehr offensiv sollte man tunlichst vermeiden. So, auf jetzt. Oh, vom totalen Angriff merke ich hier aber auch noch nichts. Oder er hat es auf defensiv gestellt. Vom Keeper, schön. Das stürmt doch mal nach vorne hier, ihr Schnarcher. Alter! Alter! Jetzt könnte es gefährlich werden. Und was sind das für Pässe? Komm, Knoche. Schönes Tackling. Ein Angriff noch. 3 Minuten Nachspielzeit. Ah, auf jetzt. Mal alles nach vorne schmeißen. Oh, komm, Ivica. Oh! Keeper ist raus, da habe ich es versuchen müssen. Oh, schade, schade, schade. Und vielleicht jetzt noch eins. Komm, eins noch. Irgendwo, oh, so nicht. Mann! Dritter Versuch und dritte Mal nicht übers Achtelfinale hinausgekommen. Ja, ich bin auch nicht so vor. Ja, doch, ein paar Chancen. Die Bräunegrätsche, der traue ich natürlich nach. Die hätte sitzen müssen, aber ich werde es nicht aufgeben. Ich möchte dieses Mega-Set natürlich auf alle Fälle haben. Ein paar Tage sind ja noch Zeit. Schauen wir mal gleich noch die Statistiken an. Mann, Mann, Mann. Benaglio, bester Mann. Ja, zweite Halbzeit kam nicht mehr so viel. Nur 2 Schüsse aufs Tor. Und Passgenauigkeit war auch nicht so überragend. Also, das geht besser. Mal schauen, ob ich mich in der nächsten Folge besser schlage. Das war's für heute. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und auch ein Abo, wenn ihr sagt, ihr möchtet kein FIFA mehr verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.